Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 6. Oktober 2021. Der größte Kraftakt, den ihr auf eurer Erleuchtungsreise machen könnt, ist der Übergang vom Wissen über Spiritualität zum spirituellen Leben. Euer Suchen ist eine wunderbare Sache und für viele von euch sind es die ersten Schritte zu eurer Verkörperung, aber letztendlich ist es euer Sein, das bestimmt, wer ihr wirklich seid. Wissen ist oft eine Vorstufe zum Handeln, ein Sprungbrett, wenn ihr so wollt, zu dem, was ihr sein wollt. Einfach ausgedrückt, es ist wunderbar, über Liebe zu lesen, aber eine liebevolle Handlung ermöglicht es euch, euch selbst als die Liebe zu erfahren. Und das ist der Ausdruck jener spirituellen Eigenschaften, die ihr wirklich sucht. Hört auf uns, wenn wir sagen, dass ihr nicht warten müsst, bis ihr eine bestimmte Ebene erreicht habt, um euer Leben auf erleuchtete Weise zu leben. Jede Demonstration von Liebe, jedes Gebet, jeder Moment der Dankbarkeit, jede Beobachtung von Schönheit, jedes Wort der Ermutigung für einen anderen, jede friedliche Entscheidung, jede Freundlichkeit, all das ist Spiritualität in Aktion. Wir möchten, dass ihr wisst, dass es viele, viele von euch auf dem Planeten gibt, die einfach zum Ausdruck bringen, wer sie wirklich sind, wunderschön und beständig, ohne jegliches Wissen über den Aufstiegsprozess, und das macht genauso viel Unterschied wie die Handlungen derjenigen, die ihr ganzes Leben lang studiert haben. Seht ihr? Die Vorbereitungsarbeit ist wertvoll, aber bleibt nicht in der Gewohnheit stecken, ein ewiger Student zu sein, der sich nie ganz bereit fühlt, sein Wissen anzuwenden, denn die Welt braucht euch und eure liebevollen Handlungen jetzt, und es gibt auch große Freude für euch, wenn ihr euch erlaubt, in die Erfahrung zu treten, der zu sein, als der ihr auf den Planeten gekommen seid. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, über den Text gestern habe ich mich im Nachhinein noch mehr gefreut, weil der arcturianische Rat im Prinzip ins gleiche Horn gestoßen hat. So, es war wie so eine Bestätigung meines Podcasts. Oder zumindest Teile meines Podcasts, ja? Also eben auch die jungen Menschen betreffend, die jetzt eben auf der Erde sind und ja schon eine ganz andere Schwingung haben. Und es ging dann eben bei den Arcturianern auch darum, dass wir ja oft komischen Internetkanälen folgen und ja, die Informationen zwar spannend sind, uns aber nicht wirklich weiterbringen. Es sei denn, sie triggern uns hart und dann können wir natürlich schauen, was da passiert mit uns, welches Traumata da angesprochen wird, und das ist einfach eine Hilfe, um dann was aufzulösen. Aber danach können wir dann auch wieder loslassen. Also das fand ich ganz witzig. Ja. Könnt ihr diesbezüglich einfach nochmal reinhören in den arcturianischen Rat. Fand ich spannend. Genau, und heute geht es um das eigentlich wirklich wichtigste Thema, denn bei allen Schulungen und allen Texten, die man sich reinziehen kann und was auch zum Teil wirklich wichtig ist, weil wir ja auch umlernen müssen. Ne? Wir haben ja uns hier auf die 3D-Ebene so sehr eingelassen, dass wir falsche Glaubenssätze leben, dass wir uns zum Teil falsch verhalten und ja, dadurch auch komische Dinge anziehen. Und das sollten wir halt eben ändern, ja? Um ein besseres Leben führen zu können und dadurch eine andere Schwingung zu haben und dadurch wieder die Schwingung des Gesamtkollektivs anzuheben. Mir fällt aber noch ein, dass wir auch darüber gesprochen haben, dass wir ständig die Zeitlinien wechseln können. Ja? Dass es viele Zeitlinien gibt, die zur Verfügung stehen und wir uns von der Idee lösen dürfen, dass wir alle gemeinsam eine Zeitlinie wählen. Das fand ich auch sehr spannend. Ja. Also insofern ist das vielleicht eine kleine Mahnung oder vielleicht auch eine größere Warnung an die Menschen,
die sich so sehr auf das einlassen, was die Dunklen gerade angeblich machen. Ja. Und wie gefährlich das alles für uns ist. Das sind Zeitlinien, die sind vielleicht spannend. Man schaut sich ja gern Katastrophenfilme an, aber in Wirklichkeit will man ja keine Katastrophe haben, oder? Das sehe ich zumindest so. Na gut, die Spiritualität leben, ja? Sie unbewusst leben, das steckt ja auch in dem Text drin, dass es häufig so ist, dass vielleicht Menschen, die überhaupt nichts über die theoretischen Hintergründe wissen, ein sehr freundliches und liebevolles Leben leben und dadurch genauso die Schwingung des Planeten erhöhen, wie diejenigen, die halt eben sich ja, alles reingepfiffen haben und hunderte Bücher gelesen haben und meinen jetzt Bescheid zu wissen. Ich denke jetzt an eine Freundin, mit der ich auch gerade geschrieben habe, die schon ja, ihr ganzes Leben, würde ich fast sagen, ein sehr spirituelles Leben lebt und deswegen auch ja, deutliche Probleme hatte mit den Menschen, die vorgeben, spirituell zu sein und ja, gar nicht freundlich waren, ja, und überhaupt nicht liebevoll waren. Das habe ich auch erlebt. Ja. Ich dachte, die sind alle so nett. Kannst du knicken? Ja. Ich glaube, einige beschäftigen sich auch deswegen theoretisch mit Spiritualität und werden dazu geführt, sich damit zu beschäftigen, weil sie es wirklich erstmal von der Pike auf wieder verstehen müssen, weil es sonst eine Riesenkatastrophe gäbe. Ich erinnere mich da an meine zwei buddhistischen Chefs. Das war zum Teil so kurios, was da abgegangen ist. Ich erinnere mich gerade an einen Moment, das war ziemlich übel. Und zwar, die konnten nicht besonders gut mit Geld umgehen, muss man sagen. Die haben eigentlich wirklich eine Menge Geld gescheffelt, aber die haben so viel Geld ausgegeben, so viel Zeug gekauft die ganze Zeit, dass es ihnen hinten und vorn nicht gereicht hat. Na gut, dann haben sie eines Tages die drei Freiberufler, die für sie gearbeitet haben, die aber eigentlich jeden Tag da waren und von denen maximaler Einsatz gefordert worden ist, im Prinzip von heute auf morgen gesagt, wir haben uns das jetzt überlegt, wir müssen viel mehr selbst arbeiten, ja, und deswegen werden wir euch jetzt nicht mehr buchen. Ja, viel Spaß in eurem Leben. So, total krass. Und dann, also wirklich von heute auf morgen, ja, ihnen gesagt, wir brauchen euch nicht mehr. Ja, obwohl man da fast schon wie in der Scheinselbstständigkeit, ja, dort im Prinzip fest gearbeitet hat. Na gut, dann waren alle enttäuscht und alle hatten ja, wirklich sich sofort überlegt, oh, wie kann ich das kompensieren, man braucht ja das Geld, muss seine Miete bezahlen und. Und dann kamen aber doch so krasse Aufträge rein, dass sie dann doch wieder gebucht wurden und auch in der Zeit, das war dann, ich glaube, so über Ostern, ja. Und dann hatte der eine Kollege einfach über Ostern schon ausgemacht, dass er zu seiner Familie fährt. Und dann wurde ihm fast schon ein Ultimatum gestellt, dass das nicht geht, weil die Aufträge so aufwendig sind. Ja? Also versteht ihr? Ich meine, eine Woche vorher, das war irgendwie knapp vor Ostern. Ich konstruiere es jetzt mal ein bisschen so aus meiner Erinnerung. Sagen wir mal, eine Woche vor Ostern wird dir gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Ja? Und dann machst du Ostern was aus und auf einmal heißt es, wir brauchen dich ganz dringend, ja, was machst du? Und nicht auf die lustige Art und Weise, sondern wirklich auf eine bösartige Art und Weise mit Lästern und cholerischen Anfällen, wo du sagst, wow, ja, so, gelebte Spiritualität, ja. Aber auch eine Wahrheit ist es, wenn die nicht den Weg gefunden hätten zu einer recht friedlichen Religion, also Buddhismus ist jetzt gar nicht verkehrt, also Christentum ist ja auch nicht verkehrt im Kern, ja? Genauso wie andere Weltreligionen und dann wäre es, glaube ich, richtig schlimm geworden um diese zwei, ja? Aber das war schon eine heftige Geschichte, ja? Wo ich sage, wow, ja? Das ist so ungerecht, dass man es gar nicht fassen kann, ja? Also das, und vor allem diese Energie, die war so gemein, das, ich konnte es gar nicht glauben, ja, dass jemand so sein kann. Ja, spirituell. Ja, da fällt ja nichts mehr ein. Also, ja, mir ist es ja gerade eingefallen, diese Situation. Und ja, wie kann man denn Spiritualität in den Alltag bringen? Also auf jeden Fall achtsamer
agieren im Außen, ja. Die beste Theorie, also das Wissen, das uns gegeben wird, ist ja das, dass wir alle Schöpfergötter sind. Das heißt, wenn du dich draußen bewegst, dann siehst du lauter verkörperte Götter. Und wenn du das einfach mal immer mehr als Wahrheit anerkennst, dann ist das schon ganz schön krass, ja. Wenn du einfach, ja, als Gott unter Göttern wandelst sozusagen, ja, das ist schon heftig. Aber das ist eine gute Theorie. Und es ist ja auch Fakt. Das hilft einem schon, anderen Menschen gegenüber mehr Respekt zu empfinden. Und genau Respekt ist ja das eigentlich, was so unfassbar wichtig ist, ja. Also, ich habe schon so krasse Sachen erlebt im Alltag, wo du sagst, das gibt es doch nicht, ja. Also, wo du wirklich merkst, du stehst an der Wursttheke, also heutzutage stehe ich nicht mehr an der Wursttheke, ja, und die Fleischwarenfachverkäuferin, das so nett sagt, ja, die ist eindeutig im Stress, ja, und der Kunde macht Druck ohne Ende und du merkst wirklich, der hat überhaupt keinen Respekt vor ihr, 0,0, ja, und du stehst halt da und sagst, das gibt es gar nicht, ja, wie unverschämt Menschen sind, weil sie vielleicht einen besseren Job haben oder ja, sich als was Besseres fühlen. Und einen besseren Job zu haben, ist ja eh schon beknackt, das überhaupt so zu sagen. Ihr wisst ja, was ich meine. Aber aus seiner Sicht damals, ja, ich habe da so eine ganz spezielle Situation gerade im Kopf, war das halt so. Ja. Der hatte null Respekt vor ihr. Also nach dem Motto, wenn du gescheitert bist im Leben, dann landest du da hinter der Fleischtheke. So war seine Einstellung. Ja. Also ganz übel. Ja. Und das ist natürlich überhaupt nicht spirituell. Ja. Also geduldig zu sein, respektvoll zu sein und da braucht man auch gar nicht davon zu reden, dass ihr alle liebt. Das ist, kommt später. Aber erstmal einfach respektvoll sein, nicht beurteilen. Sobald man respektvoll ist, beurteilt man den anderen auch nicht mehr. Und das ist auch eine spirituelle Theorie. Also Theorie hört sich immer so an, als ob es nicht wahr wäre, aber es ist schon wahr. Es ist im Prinzip eine spirituelle Lehre, dass wir alle unsere Lernaufgaben haben und wir Karma abtragen und wir in Situationen gebracht werden, wo es uns braucht. Und deswegen kannst du nie wissen, warum jemand etwas gerade macht. Ja? Und dann hörst du automatisch auf mit dem Urteilen, Beurteilen und Verurteilen. Ja? Und damit sage ich nicht, dass du nicht weißt, dass das nichts für dich ist. Ja, das bedeutet aber nicht, dass du sagen kannst, dass das gar keiner machen sollte. Ja, nichts auf der Welt kann man so einschätzen, so kategorisieren. Das sollte keiner machen. Nichts. Das ist übel, weil ihr wisst ja, was das für Ausmaße annehmen kann, was Menschen zum Teil machen. Aber wo man noch ja, tief schwingende Opfererfahrungen machen möchte in der dritten Dimension, da braucht es auch einen Täter, so übel das jetzt klingt, ja, aber glaubt doch niemand, dass diese ganz krassen Erfahrungen, die wir zum Teil hier machen, dass die nicht auf einer seelischen Ebene auch geplant sind, ja, wir sind Schöpfergötter, wir sind freiwillig hier, alle, jeder und diese ganz heftigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wollten wir, ja, und das klingt total dämlich, ja, und natürlich kommen wir jetzt in eine Zeit, wo sich viele bereit dafür erklären, sich zu opfern, um andere aufzuwecken. Ja? Das ist aus unserer Sicht, aus unserer inkarnierten physischen Sicht natürlich sehr schwer begreiflich. Aber das ist auch eine ganz wichtige spirituelle Wahrheit, die einem weiterbringt, die einen eben dann nicht verzweifeln lässt in der Welt. Ja, und Reinkarnation. Wenn man Reinkarnation für möglich hält oder sie sogar als Wahrheit annimmt, dann wird auch alles viel leichter, weil dann weißt du, ja, der Mensch ist jetzt ums Leben gekommen, aber der ist ja nicht tot. Und es geht auch nicht darum, ob der jetzt in den Himmel oder in die Hölle kommt, so wie das eben im Christentum uns erzählt wird, sondern es geht darum, der hat jetzt eine Erfahrung gemacht, kann sich jetzt auf einer höheren Ebene damit auseinandersetzen und kann es dann wieder probieren, oder einfach was anderes erleben. Alles easy, ja.
Also ist auch wichtig. Und dadurch nimmt man das Leben auch nicht so schwer, wie es viele von uns tun. Ja? Auch das Außen so als unfassbar katastrophal empfinden. Und das ist es natürlich auf einer gewissen Ebene. Es ist es aber auch deswegen, damit ganz viele aufwachen. Und ja, surprise, surprise. Es muss noch viel schlimmer werden, dass viele aufwachen. Habt ihr ja gemerkt. Hat nicht so gut funktioniert, oder? Wie viele Geschlumpfte haben wir? Wisst Bescheid, oder? Und da rede ich jetzt nicht über die, die sich ja niemals hätten schlumpfen lassen, wenn nicht äußere Umstände sie dazu gezwungen hätten, sondern ich rede über die, die sogar jetzt verlangen von allen, die nicht geschlumpft sind, sich gefälligst zu schlumpfen, damit sie ihr Leben wieder leben können, wie sie es kannten. Ja? Also, und noch nicht mal das Verständnis haben für andere, dass es eine gute Entscheidung sein kann, es nicht zu tun. Ja, und da haben wir noch eine Menge draußen. Ja. Die Meinung haben viele, es ist leider so. Ja, und warum ich das jetzt so lange und ausführlich erklärt habe, warum eigentlich spirituelle Theorien gut sind, wohl, mir fällt noch eine ein, das ganz Wichtige ist, wir sind nicht alleine. Wenn wir alleine sind, sind wir trotzdem nicht alleine, wir haben unsere geistige Führung. Und mit dieser zu sprechen und auch Gebete zu formulieren und sie abzugeben, das ist eine super Sache, ja. Das könnte auch jemand, der unbewusst spirituell ist, ja, und wir sind alle spirituell. Es gibt kein Leben, das nicht spirituell ist. Das ist alles aus der Quelle entstanden. Und was bedeutet denn überhaupt Spiritualität? Spiritualität bedeutet die Anbindung an die Quelle allen Seins. Das sind wir alle, ja. Man kann es nur mehr leben und weniger leben. Also ihr könnt euch mehr in die Trennung begeben, dann lebt ihr weniger spirituell. Aber wenn ihr die Anbindung sucht, und das kann man natürlich über spirituelle Techniken, Meditationen, Affirmationen, ja, und auch die ein oder andere schamanische Geschichte. Also gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Auch Dinge, die man vielleicht hätte lieber lassen sollen. Aber alles zielt eigentlich darauf ab, diese Anbindung wieder zu erleben und sich wieder besser verbunden zu fühlen. Ja, aber man muss nicht theoretisch besser verbunden sein, man muss praktisch besser verbunden sein. Und ich sag's mal so, wenn jemand ein Hobbygärtner ist und ja, vielleicht seit der Pension daheim draußen im Garten arbeitet, jetzt schon 20 Jahre lang, jeden Tag draußen ist und mit der Erde und mit der Natur arbeitet, könnte der wesentlich besser angebunden sein als alle spirituellen Theoretiker. Und deswegen muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man so Schlafschafe sich anguckt. Ja? Also diese Bewertung und dieses Herabsetzen von Menschen, die nicht das wissen, was wir wissen. Ja? Das bedeutet eben nicht, dass sie der Welt nichts geben oder dass sie nicht etwas für den Aufstieg tun. Das bedeutet es überhaupt nicht. Ja, und ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass jetzt Kinder auf der Welt sind, die noch überhaupt nicht fähig sind, sich mit diesen Theorien auseinanderzusetzen. Also muss ein bisschen vorsichtig sein, also ich rede jetzt wirklich über Kleinkinder, über Babys, na, die vielleicht noch gar nicht sprechen können, aber diese Schwingung haben, ja, die sind super angebunden. Ja. Da gibt es nichts mehr, was so getrennt ist, wie wir das noch erlebt haben, als wir in einer viel größeren Dichte geboren wurden. Und deswegen immer aufpasst. Und natürlich, logischerweise, ja, wir als eher theoretische spirituelle Menschen, also ich zumindest als eher theoretischer spiritueller Mensch, ich brauchte diese Krücken, ich brauchte die Hilfe und die Theorie, damit ich mich wieder mehr anbinden kann. Das hatte ich nämlich ein gutes Stück verloren, ganz sicher sogar, ja. Ich war jetzt nie ein richtiger Arsch, aber ich war zum Beispiel ungeduldig mit Menschen, habe Menschen bewertet, beurteilt und auch verurteilt. Ja, also ich konnte zum Beispiel mit dummen Menschen nicht viel anfangen. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so der Schlauste. Das ist ja immer so typisch, wenn man andere beobachtet, dann bemerkt man ja nur, wer sich so ja wirklich gar nicht gut ausdrücken kann oder ja. Und da war ich wirklich sehr verurteilend. Und im Gegensatz dazu habe ich bestimmt nicht gemerkt, wie das jemand mit mir gemacht hat, weil ich ja auch nur eine bestimmte Form von Intelligenz ausgedrückt habe. Und da gab es sicher Menschen, die waren mir wieder weit überlegen. Das habe ich noch nicht so gemerkt. Und das habe ich wirklich loslassen können. Es ist mir völlig bewusst, dass ganz häufig diese intellektuellen Menschen eher Probleme haben.
sich anzubinden. Denen fehlt oft der natürliche Zugang. Ja, die müssen sich das theoretisch erarbeiten. Und da gehöre ich so ein bisschen dazu. Obwohl ich jetzt auch kein Hardcore-Theoretiker bin. Ja, es könnte viel schlimmer sein, ja, dass ich mich verliere in spirituelle Theorien und ja, nie aufhören wollte zu lernen. Das habe ich dann doch irgendwann wirklich sein lassen. Ich habe auch ganz früh aufgehört, mir haufenweise Bücher reinzuziehen, weil es dann irgendwann nichts mehr bringt. Weil entweder lebst du das oder nicht. Entweder drückst du das auch aus durch deine Freundlichkeit und durch dein Leben oder nicht. Ja? Und ich habe das früher sicher nicht ausgedrückt, weil mir das gar nicht bewusst war. Ich war ja eher Atheist. Was heißt eher? Ich war Atheist, weil ich gesagt habe, so dieser typische, ja, theoretische Aussetzer, wenn es Gott geben kann, dann dürfte das da draußen nicht so aussehen. Und da rede ich natürlich über den christlichen Gott. Ja? Der sagt, wenn du ein falsches Leben lebst, dann kommst du in die Hölle. Ja? Das ist natürlich mir vollkommen bewusst gewesen, dass das nicht stimmen kann, weil manche Leben so unfair sind von den Voraussetzungen schon, dass das nicht sein darf. Das darf gar nicht sein. Kein Gott wäre so unfair, das Leben so zu arrangieren. Ja? So nach dem Motto, ja, du bist halt als Kind ständig verprügelt worden und ja, bist als Jugendlicher in die Straßengänge gekommen und dann hat dich mit 17 irgendjemand erschossen, kommst in die Hölle, weil du so viel Scheiße gebaut hast. Ja? Nein, das kann nicht sein. Ja? Das ist einfach nur unfair. Ja? Und Reinkarnation ist natürlich dann der Schlüssel, dass man versteht, verstehe, der hat jetzt diese Erfahrung gewählt, aber der ist noch lange nicht fertig mit seinen Erfahrungen auf der Welt. Und der kommt wieder und guckt sich das Leben auch nochmal von der anderen Seite an. Ja, und natürlich auch wichtig zu wissen ist es, dass wir nicht auf einen bestimmten Bewusstseinsstand warten müssen, bis wir loslegen können. Wir können einfach loslegen. Wir können diese Liebe jetzt und in jedem Moment ausdrücken. Dankbarkeit, Beobachtung von Schönheit, also achtsam für das Schöne in der Natur und auch für das Schöne im Menschen. Einfach sich für die gute Seite des Lebens zu interessieren und darauf den Fokus zu legen. Dadurch wählt man auch wieder automatisch diese Zeitlinien und sendet dem Universum aus, dass man mehr von diesen Erfahrungen möchte. Und ja, jedes Wort der Ermutigung für einen anderen, jede friedliche Entscheidung, jede Freundlichkeit, all das ist Spiritualität in Aktion. Besser kann man es nicht ausdrücken, als Erzengel Gabriel das ausgedrückt hat. Wen wundert's? Ja. So, genau. Aber ihr müsst nicht warten, bis ihr Erzengel Gabriel-Bewusstsein erlangt habt. Das wird auch kaum möglich sein. Jetzt, wo wir uns gerade befinden, zwischen dritter und fünfter Dichte, um spirituell loszulegen, ja, um einfach die Theorien in die Praxis umzusetzen. Und gut zu wissen, die Vorbereitungsarbeit ist wertvoll, aber eben, ja, wir sollten nicht in den Gewohnheiten stecken bleiben, ein ewiger Student zu sein. Ja? Also ihr könnt aufhören, Bücher zu lesen, ihr braucht das nicht mehr. Ihr solltet jetzt eigentlich gucken, wo es Schwingungserhöhung gibt. Ja? Das ist ja auch der Grund, warum ich die Podcasts mache. Ja? Das mache ich nicht, weil ich denke, dass ich hier ganz viel theoretisches Wissen hätte, das alle erfahren müssen, sondern ich mache es wirklich, um meine Leichtigkeit zu teilen. Und natürlich, ja, wie ich es auch immer gesagt habe, weil mir bewusst ist, dass viele allein sind und sich auch alleine fühlen und eben nicht jeder, jetzt kommt es wieder, ein selten geborener Mystiker ist wie ich. Ja. Das war der Text im Lichtwelt Verlag, der mir echt gefallen hat. Dass Alleinsein bei Menschen nie lange gut geht. Ja. Und wir sind einfach, ja, soziale Wesen und brauchen einander. Und eben nur diese selten geborenen Mystiker funktionieren anders. Ja, und ich bin halt einer von denen. So kommt es mir vor. Also das hat sich richtig angefühlt. Ja. Aber ist auch nicht wichtig. Ja. Sondern es geht wirklich nur darum, was lebt man. Ja. Und das kann sich jeder jetzt mal fragen. Ja. Uns auch ins kollektive Feld geben. Wir sind ja jetzt nur wenige, die jetzt hier zuhören und der eine, der jetzt hier spricht, aber wir sind ja auch jetzt gerade eine Gemeinschaft. Wir kreieren gerade etwas zusammen. Und wenn wir das in einer wirklich fokussierten Klarheit ins Feld geben,
was Spiritualität wirklich bedeutet und wie wichtig es ist, es zu leben, viel wichtiger als die Theorie, dann kreieren wir automatisch eine bessere Zeitlinie, auch ein besseres Miteinander. Und das hört sich doch nach einer duften Sache an. Und zwar weit über die Anzahl derer, die jetzt gerade an dem Podcast beteiligt sind, hinaus. Ja, dann haben wir es mal wieder für heute, würde ich sagen. War mir eine Freude und ein Vergnügen. Und ja, bitte abschalten, wenn ihr das Lachlicht aushaltet. Na gut, dann freue ich mich auf morgen. Bleibt sauber, haut rein, bis dann. Ciao, servus.